Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie wieder. Heute zum Thema, wie bringe ich mein Kind dazu, den Stift richtig zu halten? Die meisten Kinder, wenn sie anfangen, einen Stift in die Hand zu nehmen, nehmen den Stift mit der Faust in die Hand oder mit mehreren Fingern. Das ist einfach so. Und wenn Sie als Eltern von Anfang an darauf achten, dass es möglichst bald den Stift richtig in die Hand nimmt, dann hat es dann, wenn es in die Schule kommt, schon die perfekte Stifthaltung. Und genau darauf kommt es an. Schauen Sie, ich zeige Ihnen einen Trick, mit dem Sie Ihrem Kind das einfach beibringen können. Sie lassen den Stift auf dem Mittelfinger Ihres Kindes ausruhen. Und dann kommt das Krokodil und schnappt den Stift. Und schon haben Sie die perfekte 3-Punkt-Stifthaltung. Mit dieser Stifthaltung, das hat sich gezeigt, lässt sich am schönsten schreiben und am schnellsten schreiben. Und deshalb sollten alle Kinder diese Stifthaltung benutzen. Am Anfang kann es sinnvoll sein, eine zusätzliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, die Sie in jedem Schreibwarengeschäft bekommen. Sie stülpen dieses Teil über einen normalen Bleistift und dann fällt es dem Kind viel leichter, diese 3-Punkt-Stifthaltung einzunehmen. Wie bringt man Jungs dazu, den Stift häufig in die Hand zu nehmen und damit das zu üben? Durchs Ausmalen, am besten mit Malbüchern, die Motive zeigen, die Kinder, die Jungs faszinieren. Baustelle, Traktoren oder Zirkus oder was auch immer. Es kommt nicht darauf an, dass Kinder zeichnen, abstrakt zeichnen oder wie auch immer. Es kommt darauf an, dass, wenn sie in die Schule kommen, zwei Dinge können. Einmal den Stift richtig halten, die 3-Punkt-Stifthaltung, wie schon Ihnen gelehrt, und Sie brauchen eine gewisse Kondition in den Muskeln Ihrer Finger. Und das kriegen Sie, wenn Sie häufiger malen. So, jetzt wissen Sie alles über die richtige Stifthaltung. Viel Erfolg beim Lehren. Reiseapotheke. Ich werde oft gefragt, was soll ich denn mitnehmen, wenn ich mit meinem Kind, mit meiner Familie verreise. Meine Antwort darauf ist meistens relativ kurz. Und doch sind ein paar wichtige Dinge, die Sie beachten sollten, dabei. Das Spucken und Erbrechen. Meine, dass Sie es wissen sollten. Spucken und Erbrechen ist eine Möglichkeit, etwas loszuwerden. Oftmals ist es etwas Gutes, aber manchmal ist es auch ein Symptom für etwas Schlechtes. Und es ist vielleicht für Sie ganz interessant, mal darüber so eine Zusammenfassung zu hören.